Ach, war das ein schöner Mittagsschlaf hier. So. Ja, mal. Klar, ein bisschen weitermachen, Ballen laden. Oh, es war ja gestern Abend noch richtig lang. Die Geburtstagsfeier vom Horst. Die beiden sind jetzt auch noch schön auf dem Weihnachtsmarkt und ich muss hier noch Ballen laden. Das ist auch ziemlich unfair. Aber gut. Und Kuppern muss natürlich auch noch gemacht werden. Ballen können noch bis morgen liegen bleiben, aber Kuppern würde ich jetzt gerne schnell machen. Und jetzt schon mal anfangen. Ballen können die beiden morgen machen. So. Gut, Koba steht auf der anderen Seite. Ist gut. So, wir können da auch der andere nehmen. 6 Meter, aber bei dem ist ein Zicken abgerissen. Da muss ich erstmal nochmal Schrauben bestellen, weil das sind spezielle. Und die habe ich nicht da. Deswegen nehmen wir halt mal die 4 Meter. Das geht ja auch. So. Lenkrad mal ein bisschen herholen. Bin nämlich schon dieses Jahr schon früh fertig mit Dreschen. Weil ich mich vom Horst dreschen gelassen habe. Ich habe es selber gemacht, habe mir einen Drescher gemietet. Mit Sonnenblumenaussatz. Weil der Horst hat er so einen gar nicht. Deswegen habe ich es dieses Jahr selber gemacht. Jetzt bin ich ein bisschen schneller gewesen. Die haben noch gerade angefangen. Naja. So. Sieht gut aus, oder? Geht auch tief genug rein. Ja. Ja, das sieht gut aus. Ich mache jetzt auch ohne Pflug und Bio. Ja. Gibst du ein bisschen mehr Geld? Kommt natürlich auch immer als die Biokontrolle, aber ja, das müsste eigentlich bei mir alles passen. Dass sie ja nichts zu bemängeln haben. Die Kontrolleure. Wobei es bei uns ja, doch ist ein Kontrolleur, stimmt, ja. Der ist immer so ein bisschen in Eile. Der hat nicht so viel Zeit, der Mann. Ich weiß auch nicht, was mit ihm los ist. Gucken, ob er nächste Woche wieder kommt. Ich komme nämlich als alle 2 Monate. Wir sind da ganz hinterher. Oh, der hat hier aber richtig zu kämpfen, der John Deere. Ich glaube, der Fan wäre hierfür ein bisschen besser gewesen. So.
Oh, da habe ich ein bisschen was stehen gelassen. Ist auch nicht so schön hier. So. Lichter hier sind aber richtig, richtig dunkel hier an dem John Deere. So. Oh, Alter. Was war das denn gerade? Shit. Oh nee. Schon wieder ein Schaf abgerissen. Scheiß. Dreck. Hier ist irgendwas im Boden, ey. Das gibt's nicht. Irgendwas steckt hier drinne. Oh Mann, ist der auch noch kaputt? Shit. Stelle ich mal ganz kurz hier in die Werkstatt. Oh, das kann es nicht sein, ey. Dass er einfach hier abreißt. Nee. Stück vor, dass ich das Tor aufmachen kann. Nee, nee, nee. Billigschrauben hier. Okay. Hier sieht es auch gut aus drinne. Hoffen wir, der passt hier rein. Jetzt ist. Nee, passt nicht. Gut, lass ich gerade hier vorne stehen. Das kann es ja nicht sein. Gut, dann fahren wir mal schnell zum Horst. Ich nehme jetzt einfach mal, oder ich schreibe gerade. Gucken, ob er es liest. So. Ja, noch ein bisschen weiter. Meistens als Jäger hat wohl die Einfahrt ist zu sehen. Ich hoffe, die Gruppe packt jetzt schon die auch. Alles kommen 6 Meter, was der hat in Amazone. Hat er schon ganz schön zu kämpfen hier. Wenn er bei 4 Meter schon zu kämpfen hat. Ich meine, jetzt hängen wir einfach das Fan vorne dran. Ja, hier steht noch sein Weizen. Oder Gerste, was es ist.
So. Meine Sorgen ist den Güllefass. Uiuiui. In Gelb auch noch. Wo ist denn sein Gruber? Ach, sein komischen Rotzelmechstreicher da hat er auch noch. Gott, oh Gott. Ah, hier steht er. So, mal gucken. Jo, passt perfekt dran. Ah, das hängt aber hinten ganz schön tief runter. Uiuiui. Gut, Seemaschine steht noch. Was hat er denn hier stehen? Okay, Kohle. Na. Hat ich ein bisschen komisch ausgesehen. So, dann fahren wir den auch schon heim. So. Der Ballübergang ist aber auch schön beleuchtet. So, fahren wir dann gleich noch mit dem Auto in den Supermarkt und gehen noch was zu essen holen. In unserem neuen V8. Und Grubber tun wir dann morgen, weil ein bisschen Schrauben da sind für die zwei Grubber. Dauert 3, 4, 5 Tage. Die beiden müssen eh noch ihr Zeug machen und von daher stelle es gerade mal hier vorne unter das Dach. Gut, dass ich jetzt die Lampe nicht abreiß. Und reicht's? Oh, reicht genau. Lampe ist noch dran. So, mal gucken, ob die noch geht. Ich glaube, hier ist der Lichtschalter für die. Gut, die gehen auch alle beide perfekt. Fahren wir nochmal schnell weg. Boah, es ist aber auch langsam Zeit, dass ich schlafen gehe hier. So, mit unserem guten Pickup hier. Ja, ohne Wasserfass. Jo, perfekt. Müssen die Scheibe runter machen. Das Musik anmachen.
So, der geht richtig vorwärts hier. Oh, geile Musik hier. Hier müssen wir rein. Ey, was ist los? Ein bisschen leiser machen. Ist gerade gehupt? Ja, okay, fahr weiter, mach keinen Stress hier. So, die Musik wieder lauter, ey. Was will der überhaupt? So. Oh, guten Tag. Ich hätte gerne ein Schnitzel und Pommes in der, also eingepackt halt. Ja, okay, wie viel kostet das? Okay. Ah, 30 Euro. Okay, dann ciao, bis nächstes Mal. So. Die war nett heute hier. Muss ich wieder laut machen. Boah, der zieht richtig an hier. Ah, 140. So. So, Scheibe hoch. Aus. Licht aus, Tür auf. So. Tür bitte abschließen. Okay, gut. Naja, egal. So, ist mir jetzt egal. Tür zu. Bin nämlich müde heute hier. Küche machen. Oh, Licht ist anscheinend auch kaputt hier drin, ne? Okay. So, ein Backofen. Ich hoffe mal, das dauert nicht so lang. Stelle ich mir gerade mal den Wecker. Derzeit, gucke ich mal noch, wie viel die Schrauben hier kosten und wie es mit den Feldern hier aussieht. So. Okay. Ja, also die haben da richtig viel zu dreschen. Die zwei. So. Oh, ist schon fertig. Das ging jetzt aber schnell hier. Ja, ich komm doch schon. Ich komm. So. Ach, da freue ich mich schon. Erstmal im Wohnzimmer hier. Können wir dann noch eine Flasche Bier holen. So. Nur noch leere hier oder was? Ah, ne, noch eine volle. Okay. So. Das war gut. Was ist das für eine Sorte? Okay. So, gerade nebenhin kann die alte wegräumen. So, es ging mal schlafen erst. Ich bin nämlich heute müde. So.